Diese Interaktion mit dem Publikum, das ist, glaube ich, mit das, was mir am meisten fehlt. An Ideen festzuhalten, füreinander da zu sein, dieses gute Gefühl irgendwie wieder zu schaffen. Ich habe Sehnsucht nach laut. Laut und heiß und schwitzig. Hi Leute, ich bin Galf, Rapper aus Rottweil. Das Thema ist natürlich, mir hat Corona, wie vielen anderen auch, die Lebensgrundlage genommen. Ich konnte nicht touren. Und vielleicht erinnert ihr euch, als Till Brönner vor ein paar Monaten ein Video gemacht hat zur Rettung unserer Kultur- und Veranstaltungsbranche. Ich denke, es ist an der Zeit, mal klarzustellen, worüber wir gerade sprechen. Denn hier geht es nicht um Selbstverwirklicher, die in ihrer Eitelkeit gekränkt sind. Es geht um uns alle. Ich habe dieses Video gesehen und war sehr inspiriert, habe dann einen Song draus gemacht, Rettet die Clubs. Und hatte dann die Idee, alle Leute, die ich kenne aus der Branche, zu kontaktieren und das Momentum ein bisschen aufrechtzuerhalten. Und habe auch alle Clubs kontaktiert, in denen ich hätte spielen sollen. Dann blieb es halt nicht dabei, sondern ich habe dann einfach ein paar Tage am Telefon verbracht und stundenlang von allen Clubs die Stories angehört, dass sie keine Hilfe haben und nicht wissen, ob sie überleben werden, oder genau wissen, wenn nichts kommt, werden sie nicht überleben. Und habe beschlossen, eine Dokumentation zu machen. Schon seltsam, wenn man sich vorstellt, was da gerade alles fehlt. Also nicht nur die ganzen Jobs, die da dranhängen, sondern auch, was der Stadt und den Leuten fehlt. Ich bin mit Sammy Deluxe verabredet und wir wollen uns über die Bedeutung der Clubs für seine Karriere und die Entwicklung der Hip-Hop-Szene in Deutschland unterhalten. Clubs sind für viele Szenen und Subkulturen der Ort, an dem künstlerische Innovation und Entwicklung vorangetrieben werden. Vor allem die kleinen Clubs, in denen auch Sammys Karriere begann. Der Knackpunkt ist eben, warum unsere Industrie am meisten gefickt ist, dass die nur funktioniert, diese Live-Industrie, wenn viele Leute auf einen Ort kommen. Und sich alle anstecken können, weißt du, und da. Und jetzt ist alles zu so einem Politikum geworden, sobald du irgendwie, weißt du, eine oder der andere Richtung lehnst, weißt du, hast dich irgendeine Gruppe von Menschen. Zu den Clubs. Du hast aber trotzdem den Bezug zu kleineren Locations bestimmt, oder? Also ich mag einfach echt so diese Dinger, wo sich irgendjemand zu seinem Traum so zusammenzimmert. Ja. Wo du denkst, okay, die Hälfte ist hier vom Bauamt auf keinen Fall abgesegnet, aber es wummert. Es war schon lange nicht mehr hier, aber es funktioniert. Ja. Wenn wir diese Plattform nicht gehabt hätten, diese kleinen Sprungbretter, dann hätten wir es ja nie auf die größeren Plateaus schaffen können, weil das ist genau da, wo sich im Idealfall ja dein ganzer Skill entwickelt. Unsere nächste Station ist das Atomino in Chemnitz. Dort treffen wir die Band Blond. Hallo! Sali. Hallo! Hi, kommt rein. Ja, danke schön. Ihr seid alle schon negativ getestet, ja, ne? Na klar. Perfekt. Teste haben wir da. Super. Hier die Treppe hinab. Wir arbeiten auch selber an der Bar. Ja, also bei mir war das so. Und verdienen uns was dazu, genau. zu der Band sozusagen. Da arbeiten wir eigentlich an der Bar Atomino. Also als wir so 10 waren oder so, da durften wir immer hier mit aufräumen kommen. Und zwar immer so, ey, ihr räumt auf und das Geld, was ihr findet, dürft ihr behalten. Das war so unser erster Kontakt. Und dann war das bei mir immer so, dass ich so richtig Bock hatte, an der Bar zu arbeiten. Dann wirklich so das Wochenende, nachdem ich 18 geworden bin, stand ich hier an der Bar und habe hier gearbeitet, weil wir da Bock drauf hatten einfach. Vielleicht kriegen wir ja eine Zukunft hin, in der die Clubausbildung, die allgemeine Clubausbildung, wie ihr sie erlebt habt, für alle zugänglich ist. Wo so Eltern am Abend pro Tisch stehen und sagen, mach was Vernünftiges, arbeite in einem Club. Komm mit in den Club DJ, jetzt. Wer DJ? Es ist halt nicht systemrelevant, genau, und deswegen suche ich mir lieber was systemrelevantes. Ja. Du hast immer verteidigt, so, dass du was machst und dass das ein Job ist. Und du hast immer in der Schule allen versucht zu erklären, was du machst. Und dann kommt die Situation, wo alle sagen, siehst du, so jemand wie du ist halt so, also, du hast keine Sicherheit, du hast keine, du jetzt kriegst du kein Geld quasi. Hättest du mal lieber damals das und das Studium gemacht, die und die Ausbildung. Und ich habe halt ein bisschen Angst, diesen Leuten jetzt quasi recht geben zu müssen, weil es ist halt so, ja, stimmt halt voll, aber das kann ja niemand kommen sehen. Und ich glaube halt, dass viele Leute dann sagen, okay, diese Sicherheit, in der ich jetzt bin, die will ich nicht missen wieder irgendwann. Eschwege hat 20.000 Einwohner und ein Festival, das 20.000 Besucher hat. Außerdem mehrere Kulturspielstätten von groß bis klein. Wir treffen den Stand-Up-Comedian, Autor und Podcaster Felix Lobrecht und den Poetry-Slammer und Veranstalter Felix Römer.
Beide Künstler verbindet eine lange gemeinsame Geschichte, die sie öfter zusammen nach Eschwege geführt hat. Also die Leute sind tatsächlich, viele sind so mega dankbar, gerade junge Leute irgendwie, dass eben auch mal der Felix kommt oder Marc-Uwe Kling mal herkommt oder so. Oder hier Konzerte sind, die geil sind. Das hebt die Lebensqualität für die. Ja, so. Enorm. Also das hebt den Ort. Ja. Enorm. Da, wo wir jetzt hingehen, hast du auch schon gespielt, Tatsache. Ja. Okay, bin mal gespannt. Ich glaube, vor 30 Leuten. Ja. Oder? Kommt hin, ne? Ja, da hatten wir mal richtig viele. Felix! Hi! Hallo. Diverse Felix. Hallo. Bist du groß geworden, Bub? Schön. Ja, richtiger Salon. Genau. Eine Westernstube fast. Und alle, die irgendwo Möbel über hatten, weißt du? Geil. Haben es gegeben. Ja. Genau. Die ist auch noch, wie sie war. Ja. Ich bin schon Zweckoptimist, aber also ich würde mir schon eher Hoffnung machen, als jetzt einfach so ins Leere nichts zu warten. Das ist nämlich richtig krass. Also gerade so als Bühnenkünstler ist man ja wirklich auf Feedback in dem Moment, wo man irgendwas macht, getrimmt und dass es einfach wegfällt. Weil selbst wenn man jetzt gerade irgendwie Podcasts macht oder YouTube oder das und das und das, das sind alles nur so Zahlen auf Bildschirmen. So, das ist nichts. Das ist null vergleichbar mit diesem Gefühl, ja, was man hat, wenn man irgendwo auf einer Bühne steht. Und diese kleinen Shows sind oft quasi wie so ein Safe Space zum Scheitern auch. Ja. Und ohne Scheitern geht es nicht weiter, ne? Ja, absolut. Ich weiß nicht, Scheitern ist das falsche Wort, weil Scheitern impliziert immer so ein bisschen eigenes Fehlverhalten, oder? Das ist ein Punkt, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist einfach von außen herbeigeführt. Ja, genau, das ist ja das Bittere gerade, dass es sich für ganz viele Leute, gerade, also ganz viele Künstlerinnen, Künstler, Menschen aus der Veranstaltungsbranche anfühlt wie Scheitern. Dabei haben wir alle nichts falsch gemacht. Ja. Keiner kann was dafür. Ja, genau. Also ganz viele Leute haben so geile kleine Clubs aufgebaut und haben alles richtig gemacht und haben ein cooles Team und geile Bookings und ausverkaufte Shows. Und trotzdem sind die jetzt alle broke oder gehen insolvent oder was weiß ich was. Ihr rettet die Clubs in erster Linie, indem ihr wieder in die Clubs geht, sobald sie aufmachen. Und vor allem, indem ihr wertschätzt, was die Clubs für eine Bedeutung haben für unsere Kultur, wem sie eine Heimat bieten und vor allem, für wen sie Arbeit bedeuten. Ich freue mich drauf, auf das erste Mal Kontakt wieder mit dem Publikum. Gemeinsam auch nach vorne zu gucken und neue Sachen ins Leben zu rufen und an Ideen festzuhalten, füreinander da zu sein, dieses gute Gefühl irgendwie wieder zu schaffen. Ich möchte die Leute wieder zum Tanzen bringen. Ich freue mich auf jeden Fall, endlich wieder meine ganze Lieblingsband zu sehen, die ich alle selbst hier reingebucht habe. Die ganzen alten Nasen wieder zu sehen, wie Techniker und Keterer und Tourbusfahrer, Fahrerinnen. Das sind einfach auch Menschen, die eben übelst ans Herz gewachsen sind. Wenn du den Blick quasi von hinten auf die ganzen Menschen hast und halt so vorne eine große Bühne vor dir hast und einfach siehst, okay, es geht jetzt gleich los, alles ist dunkel. Und dann kommt der Moment, wo es losgeht und da sind richtig viele Leute fasziniert. Das ist, glaube ich, das, worauf ich mich am meisten wieder freue. Da habe ich richtig Bock drauf. So, das ist so mein Lichtblick. Diese Interaktion mit dem Publikum, das ist, glaube ich, mit das, was mir am meisten fehlt. Ich habe Sehnsucht nach menschlichem Miteinander, ohne dass man immer 1,50 Meter Abstand halten muss. Und ich habe Sehnsucht nach laut und heiß und schwitzig. Wir alle. Alle.